Wir feiern Geburtstag. Ja, tatsächlich, schon wieder. Jared und Rose werden heute zu Teenagern. Momentan ist es ganz schön stressig im Hause Potter. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 40. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen, wir sind hier bei YouTube mittlerweile tatsächlich bei 2000 Abonnenten. 2000 einfach, das ist so viel. Also danke an jeden einzelnen von euch, der bei den 2000 dabei ist. Danke, dass ihr meine Videos immer anschaut, kommentiert und euch einfach für meine Let's Plays interessiert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Dankeschön. Und außerdem ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich eine neue Haarfarbe habe. Das hat tatsächlich nichts mit den 2000 Abonnenten zu tun, aber es ist ein schöner Zufall. Bevor wir in den Part reinstarten, wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, wie wir die 2000 Abonnenten feiern werden. Und zwar werden wir es wieder mit einem Livestream auf Twitch machen. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, dass ich einen Speedrun der 100 Baby Challenge versuchen werde. Also wir werden da zuerst eben einen Sim erstellen und wenn alles nach Plan läuft, hört der Stream erst dann auf, wenn wir 100 Babys haben. Ob das funktioniert, kann ich euch noch nicht sagen. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren und wann es genau stattfindet, das gebe ich euch natürlich noch bekannt, aber folgt mir in der Zwischenzeit schon gern mal auf Twitch und jetzt starten wir in diesen Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Wie ihr seht, Violet hat mittlerweile eine Gitarre. Und sie kann tatsächlich auch schon sehr gut spielen. Wir haben nämlich tatsächlich Samstag um 4 Uhr früh. Violet, Emma und Ivy sind noch wach. Emma, du hast etwas anderes zu tun. Du musst hier malen und Ivy, du musst Sachen einmachen. Das sind doch eure Jobs. Ich wollte euch gerade präsentieren, wie gut gerade alles funktioniert und alle machen, was sie sollen. Und natürlich macht dann niemand, was er soll. Auf jeden Fall haben wir den ganzen letzten Tag nämlich damit verbracht, Dinge einzumachen und Emma hat jede Menge Dinge gemalt. Deshalb haben wir jetzt tatsächlich fast 5000 Simoleons und Ivy hat so unglaublich viele Dinge eingemacht, dass wir mit Sicherheit reich werden. Was sehr, sehr gut ist, denn ich möchte endlich dieses Haus umbauen. Also in den nächsten Parts stehen ja wirklich sehr, sehr viele Veränderungen an und ich denke, da müssen wir wirklich das Haus einmal so richtig renovieren und ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall, da heute schon Samstag ist, haben heute eben auch Jared und Rose Geburtstag. Das heißt, die werden tatsächlich schon zu Teenagern und unsere drei jungen Erwachsenen werden bald ausziehen. Mein Plan ist, dass ich mit Daisy im nächsten Part ausziehen werde. Violet ist auch schon sehr, sehr bald soweit. Also Violet hat tatsächlich Gitarren Level 5 und Klavier Level 9. Ich habe dabei Level 9 jetzt extra aufgehört, weil ich mir gedacht habe, ich hätte das dann gern schon im Video, wenn sie Level 10 erreicht. Und dann kann auch sie ausziehen. Und Ivy, ja, Ivy wird noch ein wenig bei uns bleiben. Wieso hörst du denn immer auf, Sachen einzumachen? Und was steht denn hier am Boden eigentlich? Was ist das? Ach genau, und es hat gebrannt, wie man hier sieht. Das war auch wunderschön. Es war sehr ereignisreich, als ich noch nicht aufgenommen habe. Ja, was ist noch passiert? Genau, Coco ist jetzt eine alte Hündin und sie stinkt schon wieder. Wie sollte es anders sein? Sie ist jetzt eine Seniorin. Ein Senior. Oh, Coco ist ein Männchen. Wusste ich das? Ich dachte, es ist ein Weibchen. Jetzt bin ich verunsichert. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt besonders um Coco kümmern, denn ich glaube, wir werden nicht mehr allzu lange etwas von ihr oder ihm haben. Emma hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Wow, das sieht echt toll aus und wir werden es verkaufen, denn wir brauchen jeden Simoleon. Mal noch einmal ein großes Pop-Art-Gemälde. Sie ist deshalb jetzt nämlich auch berühmt. Wo sehe ich das denn schnell? Hier. Genau, sie ist jetzt eine Newcomerin. Weiß ich jetzt nicht, wie cool ich das finde, dass sie berühmt wird, aber irgendwie ist es ja realistisch, weil sie jetzt eben die ganze Zeit malt und damit auch wirklich erfolgreich ist und Geld verdient, da wird man eben berühmt. Deshalb möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt ausstellen. Wir haben hier jetzt natürlich einen Ruhmpunkt, den wir ausgeben können. Unternehmenspartnerin. Videos hochladen, um den Ruhm zu erhöhen und Geld zu verdienen. Wenn Emma etwas über die Videostation oder die Musikstation hochlädt, erhält sie mehr Ruhm als gewöhnlich. Naja, da sehe ich sie jetzt nicht. Networking. Leichter soziale Kontakte knüpfen zu berühmten Personen. Naja. Bemerkenswert. Möglichkeit, zusätzlichen Ruhm durch Fähigkeiten und Karrieren zu erhalten.
finde ich jetzt gar nichts wirklich gut, aber ich glaube, ich nehme sonst Networking, weil wer weiß, vielleicht lernt sie ja mal einen berühmten Mann kennen, den sie sich angeln will. Und da kann das dann schon nützlich sein. Wir brauchen ja noch immer sehr, sehr viele Kinder. Das heißt, wir werden die Nacht jetzt noch so verbringen, dass wir jede Menge Dinge einmachen. Und in der Früh werden wir dann gleich mit Ivy zum Markt reisen. Und dann werden wir eben den Geburtstag feiern. Also eigentlich müssten wir dann schon wieder eine Party veranstalten. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich schon wieder eine Party will. Vielleicht machen wir das einfach im kleineren Kreis. Und werden vielleicht nur den Vater der Zwillinge einladen. Und das ist Raoul. Genau, wir werden nur Raoul einladen. Kann irgendwer Coco baden? Violet, hör mal kurz auf. Ach nein, doch nicht. Das übernimmt Jared. Jared, badest jetzt Coco? Du kannst Coco nicht baden? Wow. Warum können Kinder eigentlich nichts in Sims? Dann wird Violet Coco baden, dann kann sie selbst baden und dann kann sie Gitarre üben. Dann werden wir den Geburtstag eben nur klein feiern. Ivy, du könntest danach eigentlich auch gleich mal einen Kuchen backen. Immerhin brauchen wir eine Geburtstagstorte für die Kleinen. Das ist nicht unter Backen. Warum sollte es auch unter Backen sein, wenn man einen Kuchen backt? Ist doch klar, dass das unter Kochen ist. Das weiß doch jeder. Wir machen wieder einen Honigkuchen. Sorry übrigens dafür, dass mein Spiel so laggy ist. Ich habe keine Ahnung, warum. Und wie ich heute schon im Stream angekündigt habe und ich glaube auch schon in einigen Videos, ich bin so kurz davor, meinen ganzen Custom Content zu löschen, weil es mich nervt. Weil es mich unglaublich nervt, dass mein Spiel nicht flüssig funktioniert. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn ich wirklich 99% von dem Custom Content lösche und sozusagen eben nur die notwendigen Dinge im Spiel lasse, wie halt die Klamotten oder die Frisuren, die unsere Hauptcharaktere haben. Und ich glaube, die meisten Möbel werde ich auch löschen, weil ich so und so zu 90% eigentlich nur Sachen vom Spiel verwende. Ich habe gerade gesehen, jetzt wo die Drillinge erwachsen sind, haben sie hier bei den Merkmalen, ob sie Kinder bekommen möchten oder nicht. Und Daisy möchte momentan tatsächlich keine Schwangerschaft. Finde ich sehr spannend, weil die meisten in den Kommentaren eigentlich meinten, sie soll sofort Mutter werden. Aber anscheinend möchte sie das nicht. Ivy? Ivy wäre tatsächlich glücklich, schwanger zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das hätte ich mir überhaupt nicht so gedacht. Und Violet wäre auch glücklich, schwanger zu sein. Alles genau gegenteilig von dem, wie ich es geplant hatte. Finde ich großartig. Aber wir werden die drei ja ohnehin nicht mehr aktiv spielen. Also die können sich dann ja fortpflanzen oder nicht fortpflanzen, wie sie es gerne möchten. Emma, warum machst du immer blöde Sachen? Verkauf doch einfach das Gemälde. Sie ist jetzt Level 3 der Unternehmerfähigkeit. Sehr, sehr cool. Und dann kannst du einfach gleich noch was malen. Mal ein selbstsicheres Gemälde. Ivy ist gerade dabei, den Kuchen für ihre Geschwister zu backen und irgendwie redet Day die ganze Zeit mit Jared und konzentriert sich nicht aufs Backen. Und der letzte Part ist übrigens noch gar nicht online, deswegen weiß ich gar nicht, was ihr von der kleinen Livia haltet. Um ehrlich zu sein, so richtig gespielt habe ich mit ihr auch nicht. Irgendwie schläft sie sehr gern und sehr viel. Also ja, ich habe sie bisher hauptsächlich schlafen sehen. Emma hat Level 8 der Malereifähigkeit erreicht. Diese Familie ist so super, auch wenn sie zu 90% nur tanzen und ich wirklich nicht verstehe, wie man so viel tanzen kann wie diese Familie. Und jetzt hat Ivy auch noch Level 8 der Kochfähigkeit erreicht. Dann werden wir hier gleich mal Geburtstagskerzen raufgeben, damit ja niemand ein Stück nimmt. Die stellen wir dann dabei darüber und dann werden wir mit Ivy jetzt ganz schnell zum Markt reisen, um die Dinge zu verkaufen. Und ich bin wirklich gespannt, wie viel Geld wir machen werden. Wie gesagt, ich würde das Haus so gerne komplett umbauen. Denn Daisy wird, wie gesagt, ausziehen und den Part mit ihr werden wir im nächsten Video spielen. Und dann kann eben einer der Zwillinge raufziehen. Also ich denke, Rose wird dann in Daisys Zimmer ziehen, weil Daisy ja ihr großes Vorbild ist. Und Jared sein Zimmer wird dann vielleicht ein bisschen kleiner und aus der Abstellkammer, wo jetzt nur das Bett für Livia drin steht, werde ich vermutlich eben ein schönes großes Zimmer machen und ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich schon so drauf, wenn die endlich ein schönes Haus haben. Und ich glaube, ihr freut euch auch drüber. Wir sind da und Violet hat Level 6 der Gitarrenfähigkeit erreicht. Wow! Sag's euch, diese Familie gibt Gas. Wahnsinn. Wir werden jetzt einmal handeln. Wir bekommen leider keine Rabatte, aber das kann passieren. Ivy, gar kein Problem. Wir werden jetzt mal wieder Ware verkaufen und dann auch kaufen. Wir haben einfach so viel. 18 Mal Apfelmarmelade, 15 Mal Blaubeermarmelade,
3 Eier, 3-mal eingemachte Pilze, nochmal 11-mal, nochmal 18-mal, dann Kopfsalat, englische Creme, Fleischersatz, 15-mal Himbeermarmelade, 6-mal Tomatensauce. Und alles andere würde ich gern behalten. Das heißt, wir bekommen 3126 Simoleons. Ist jetzt nicht so unfassbar viel, aber es ist genug, um das Haus umzubauen, denke ich. Und hier kaufen wir jetzt einfach noch ein bisschen Zucker und ein bisschen Mehl, weil wir das, wie gesagt, einfach immer brauchen. Und ja, sonst vergesse ich das wieder und beim nächsten Mal wollen wir dann wieder einen Geburtstagskuchen backen oder sonst irgendetwas und stehen ohne da. Mit ihr müssen wir jetzt noch eine Riesenfeldfrucht perfekter Qualität ernten. An der sind wir übrigens auch schon dran. Die sieht auch schon unglaublich cool aus. Die muss ich euch dann noch zeigen. Und 3 Geschenke an Füchse, Hasen oder Vögel geben. Das können wir eigentlich auch angehen. Ich glaube, bevor ich jetzt noch zurück zur Familie gehe, werde ich noch hier ein bisschen mit Ivy herumspazieren. Ich reise dazu jetzt einfach mal in den Nationalpark. Vielleicht treffen wir ja auf einen Hasen, auf einen Fuchs oder auf einen Vogelschwarm. Und dann können wir uns ja mit denen ein bisschen anfreunden. Denn wir müssen ja ganz dringend deren Bestreben auch abschließen. Und hier sind wir. Und hier ist direkt ein Hase. Mein Gott, wie süß ist das? Hallo, wer bist du? Wilder Hase. Okay, du hast keinen Namen. Ich möchte, dass du einen Namen hast. Peter. Okay. Wir freuen uns jetzt mit Peter an. Bring mal seine Geschenkpräferenz in Erfahrung. Er mag ein Buch. Wir schenken ihm unsere Grundschulhausaufgaben. Wir schenken ihm jetzt unsere Grundschulhausaufgaben. Das mochte er? Hase, du bist irgendwie ein bisschen seltsam. Was könnten wir ihm noch geben? Oh, er will uns etwas geben. Geschenk von Peter annehmen. Können wir hier irgendwas ernten? Ivy hat soeben das Hasenkreuzstichmuster freigeschalten. Wow, ich habe das viel zu wenig gespielt. Mit irgendjemandem müssen wir dann auch noch so Kreuzsticharbeiten machen oder stricken oder so. Ja, es ist halt Winter. Im Winter wachsen halt, wenn wir uns ehrlich sind, nicht so oft Pflanzen. Ich bin manchmal unglaublich schlau. Das weiß ich selbst, danke. Das müsst ihr mir nicht sagen. Hier lebt jemand, der Hühner hat. Vielleicht besuchen wir die Person einfach mal und können uns ein paar Eier klauen und die dann einem Hasen schenken. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Plan. Ich glaube, der geht ganz sicher auf. Denn man kann anderen Sims sehr leicht Eier klauen. Das war eine Lüge. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nie probiert. Und hier sind wir. Können wir hier Eier klauen? Nein, schade. Aber da ist die Besitzerin. Wer bist denn du? Wohnst du hier alleine, alte Frau? Sophie Peters. Stellen wir uns mal lustig bei ihr vor. Hey, Peters heißt Janet nicht Peters mit Nachnamen? Aber Janet wohnt nicht hier, oder? Wisst ihr, was voll süß wäre? Wie wäre es, wenn Ivy sich jetzt mit dieser alten Frau anfreundet und dann bei ihr einzieht und dann leben sie gemeinsam hier bei der Farm und Ivy kann die Farm übernehmen? Dann muss sie nicht allein sein. Das wäre doch voll süß, oder? Also ich weiß nicht, ob sie allein ist, wenn sie allein ist. Jetzt ruft Christian uns an. Hey Ivy, ich finde Agathe Knautschgesicht echt süß. Soll ich sie um ein Date bitten? Wisst ihr, warum ich EA komisch finde? Ich habe Christian umgestylt und ich weiß zu 1000%, dass ich bei ihm bei sexuellen und romantischen Interessen Männer geklickt habe. Und er ruft an und möchte auf ein Date mit einer Frau gehen, die noch dazu eine Seniorin ist. Ich verstehe das Spiel einfach nicht, aber wir sagen jetzt einfach, ich denke, das ist keine gute Idee. Okay, die verstehen Sie schon mal nicht so gut. Schwärmt mal von Torten. Sie ist eine alte Frau, vielleicht mag sie Torten. Dann verschöne ihr mal den Tag. Und mach einen Witz über Körperbehaarung. Dann werden wir eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und dann klopf mal an. Ich will, dass du reingehst. Ich will das Haus anschauen. Ich weiß, das ist nicht das Haus, das normalerweise hier steht. Vielleicht habe ich es aus der Galerie platziert. Vielleicht habe ich mir das auch schon ein bisschen gedacht, dass das süß wäre, wenn Ivy auch hier lebt. Aber nur ganz vielleicht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde es sehr, sehr cool finden. Und ich würde Day halt auch wirklich so sehen. Frag sie mal, ob sie Kinder hat ob sie hier ganz allein wohnt. Dann redet mal über Interessen. Und dann kannst du ja mal eine unglaubliche Geschichte erzählen, dass du hier aufgewachsen bist. Und dass du Gartenarbeit liebst. Und dass du das Farmleben liebst. Aber dass du eben bald ausziehen musst, weil du bist erwachsen und deine Mutter braucht den Platz. Stimmt jetzt nur so halb, aber ich glaube, Ivy möchte auch gern allein leben. Oder zumindest eben weg von zu Hause. Es gibt ja nicht viele Menschen, die, wenn sie erwachsen sind, dann noch zu Hause leben wollen, sondern man möchte irgendwo auf eigenen Beinen stehen. Und jetzt hat sie gesagt, sie hat keine Kinder.
Also hat sie niemanden, der mit ihr hier auf dieser großen Farm lebt. Ja. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob wir das einfädeln sollen, dass Ivy hier mit ihr einzieht. Und ja, dann diskutiert mal, ob das Huhn zuerst da war. Platz genug wäre in dem Haus auf jeden Fall. Und ich glaube, Ivy würde sich wunderbar um alles kümmern. Weil wie gesagt, Sophie ist eben schon älter. Und ich glaube nicht, dass sie das noch so gut alleine kann. Aber gut, jetzt reisen wir wieder zurück nach Hause, denn immerhin ist jetzt der Geburtstag von Jared und Rose. Perfekt, dann geht es wieder zur Familie Potter. Und wir sind wieder da. Ich habe mich übrigens umentschieden. Ich glaube, ich möchte gar keine wirkliche Feier machen. Es gab ja erst eine Party und ich glaube, die Zwillinge sind okay damit, wenn wir das jetzt nur im Kreis der Familie feiern. Deshalb beginnen wir jetzt gleich mit unserem Jared. Kommen bitte alle mal in die Küche. Komm hierher. Livia, du bleibst auch da. Daisy, du kommst auch her. Und die beiden umarmen sich. Und dann wird Jared jetzt sich einmal etwas wünschen und wird zum Teenager. Oh mein Gott, wie schnell vergeht die Zeit überhaupt. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, dass Emma Raoul kennengelernt hat. Und jetzt werden seine Kinder zu Teenager. Wow. Und Jared ist älter geworden. Er hat ja als Merkmal Perfektionist. Und ich sehe schon ein bisschen, wie er aussieht. Und er sieht einfach aus wie Raoul. Oh Gott, er wird die Herzen aller Mädchen oder auch Jungs brechen. Ich sehe es schon kommen. Und ihn wollten wir ja sportlich machen. Das heißt, wir geben ihm aktiv. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, welches Bestreben. Da haben wir uns ja noch auf nichts geeinigt. Ich habe ja im letzten Part überlegt, ob er vielleicht den Gipfel von Mount Komorebi besteigen muss. Und dann könnten wir ihm ja eigentlich geben, Extremsportfan. Dieser Sim möchte die Wildnis von Mount Komorebi erkunden und extrem Wintersport treiben. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Ich lasse das jetzt mal da drinnen. Wenn ihr es ganz kacke findet, können wir es natürlich noch ändern. Schreibt mir das natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Und dann wird Rose gleich mal nochmal Geburtstagskerzen raufgeben und dann kann auch sie die Kerzen ausblasen. Ja, er sieht wirklich sehr ähnlich aus wie Raoul. Rose, du wirst jetzt dir auch etwas wünschen. Ich habe übrigens den Preteen-Mod momentan nicht drinnen, wie man sieht. Das heißt, die sind jetzt einfach ganz normale Teenager. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich ihn wieder reingebe, weil ich eben, wie gesagt, sehr aussortieren will bei meinen Mods und Custom-Content. Oh, und Raoul ist jetzt von selbst aufgetaucht. Hey, ich habe ein besonderes Geschenk für dich, weil du so ein toller Nachbar bist und ich mich für deine Freundlichkeit und Freundschaft bedanken möchte. Möchtest du sehen, was es ist? Wow, manchmal weiß das Spiel aber auch wirklich, was es zu tun hat. Also natürlich ist er für uns in diesem Fall jetzt nicht vorbeigekommen, weil wir so gute Nachbarn sind, sondern weil seine Kinder Geburtstag haben und er das natürlich nicht vergessen hat. Raoul, jetzt bist du gerade süß. Das muss ich dir lassen. Du warst lange Zeit nicht süß, aber jetzt bist du's. Gut, und unsere Rose ist ja ein Genie. Sie ist eine Streberin. Wäre gern wie Daisy, ist es aber leider nicht. Ja, was könnten wir ihr geben? Geek. Ich glaube, Geek würde gut passen. Diese Sims sind zufrieden, wenn sie Science-Fiction lesen oder Videospiele spielen. Sie wirken wohlmöglich angespannt, wenn sie nicht viel gespielt haben. Sie sind besser im Aufspüren von Sammelobjekten und können mit anderen Geeks über Geek-Kram reden. Da sehe ich sie. Ich glaube, sie wäre einfach gern cool, aber ist halt einfach ein Geek. Was natürlich unglaublich cool ist. Ich bin auch ein Geek. Und die meisten, die dieses Let's Play schauen, sind vermutlich auch Geeks. Sonst würden sie es nicht schauen. Gut, und dann wählen wir jetzt noch ein Bestreben für sie. Keine Ahnung, was wir ihr geben könnten. Vielleicht Wissen? Oder gibt es viel Auswahl? Akademikerin. Diese Sim möchte an die Universität und einen Job, vor allem aber lernen. Computerfreak, Nerdchen, ja. Ich glaube, wir geben ihr Akademikerin. Da können wir als Teenager zwar kaum etwas machen, weil ich glaube, da ist der erste Wunsch, dass man sich an der Uni einschreibt. Aber wir haben ja gesagt, bei ihr werden wir es so machen, dass sie zu einem Spezialabschluss zugelassen werden muss. Und dann passt das ja eigentlich ganz gut. Und oh mein Gott, sie ist ja auch unglaublich schön. Oh, die beiden sind so süß und schon so groß. Die Zeit vergeht einfach so, so schnell. Aber gut, jetzt kann einer von euch eigentlich mal zu eurem Papa gehen. Raoul, ja. Jared, mach das gleich du. Bitt ihn einmal herein und dann kannst du dich mit ihm unterhalten. Oh ja, seht ihr, was ich meine? Da gibt es einige Probleme mit meinem Custom-Content. Wunderschön.
Er ist jetzt einfach größer als Raoul. Oh, und jetzt kommt seine Schwester auch noch. Ja, redet beide mit eurem Papa. Verschöne ihm mal den Tag. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Macht es dir was aus, wenn ich noch etwas bleibe? Wie war dein Tag? Ja, sicher, bleib da. Oh, und das ist das Nachbarschaftsgeschenk. Ungewöhnliche Pflanzen. Wie cool. Ich meine, es interessiert die beiden jetzt vielleicht nicht. Aber ich glaube... Ivy könnte sich sehr dafür interessieren. Was haben wir da drin? Rosen. Okay. Ich glaube, Rosen sind aber tatsächlich sehr viel wert, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann werden wir die hier am besten anpflanzen. Ivy, erledig du das gleich. Während die anderen noch ein bisschen Party machen. Und dann können wir hier noch Mehl und Zucker in den Kühlschrank geben. Das hätte ich auch fast vergessen. Genau, und ich wollte euch noch die Riesenpflanze zeigen. Heute ist irgendwie sehr wild. Ich bin sehr verwirrt. Das ist jedenfalls unser Kürbis. Er sieht schon sehr, sehr gut aus. Wir können ihn auch wieder düngen. Das werden wir gleich mal machen. Und dann wird Ivy auch noch einmal über Wurzeln reden. Und hier können wir auch sehr viel machen. Dann kümmert Daisy sich jetzt einfach mal um den Garten. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Da ist wirklich viel zu tun. Der Garten macht immer Arbeit. Und Daisy kümmert sich jetzt hier um die Hühner. Oder tut zumindest so. Ich bin mir nicht sicher, was ihre Mission ist. Sie geht manchmal dorthin, wo Müll ist. Dann steht sie da, schaut böse und geht wieder. Ich glaube, sie wird einfach nur judgy sein und sonst nichts. Die haben sich irgendwie gerade gestritten. Versteht euch doch mit eurem Papa. Der war zwar nie da, aber jetzt will er es anscheinend wieder gut machen. Und das ist doch schön, oder? Ja, seine Tochter wird ihn jetzt mal wegen seiner Gesichtsbehaarung unterstützen. Hier ist der Gartenmarkt von Finchwick. Da muss Ivy ja auch mal gewinnen. Also das ist ja auch Teil vom Bestreben. Und wenn der jetzt ist, ist das aber nicht gut. Ivy, wann kommt das vom Bestreben? Ein Wettbewerb auf dem Markt von Finchwick in Hanford und Bagley gewinnen. Wie oft findet denn dieser Markt statt? Findet der jede Woche statt? Kuhmarkt findet dann statt. Ob wir unsere Kuh so gut hinbekommen, ist halt eine andere Frage. Und dann in 2 Wochen wäre aber der Riesenfeldfruchtmarkt von Finchwick. Vielleicht gewinnen wir ja auch hier. Also die beiden haben wir. Wir müssen uns gut um unsere Betsy kümmern. Und dann müssen wir uns gut um den Kürbis kümmern. Und eins von beiden müssen wir dann auf jeden Fall gewinnen. Aber irgendwie werden wir das schon schaffen. Aber gut, da unsere Zwillinge Geburtstag hatten, wisst ihr vermutlich, was jetzt kommt. Wir geben ihnen jetzt ein kleines Makeover.
ich bin fertig und die beiden sind tatsächlich genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und hier haben wir unseren Jared, den Extremsportler, der auch gleich dem Footballteam beitreten wird, das darf ich ja nicht vergessen. Hier haben wir seine Abendkleidung, dann seine Sportkleidung. Ich hoffe, das ist das Outfit des Footballteams, ich habe keine Ahnung. Dann haben wir die Nachtwäsche. Ich habe mir gedacht, er ist sicher so ein Sim, er möchte mit seinem trainierten Körper angeben. Auch wenn man jetzt noch nicht so wirklich Muskeln sieht, man wird sie sehen, denn er wird sehr viel Sport machen. Dann haben wir hier seine Ausgekleidung. Hier die Badekleidung, das heiße Wetter-Outfit und dann noch das kalte Wetter-Outfit. Hier hat er tatsächlich zwei. Also das ist einmal für Hanford und Bagley und das ist dann eben für Mount Komorebi. Da er ja dort einige Expeditionen machen wird und die ganze Zeit klettern wird, braucht er da natürlich ein zweites Outfit. Genau, und das ist unser Jared. Und jetzt schauen wir zu Rose. Rose finde ich so unglaublich süß. Ich habe mich wirklich bemüht, ihr ein möglichst unschuldiges Aussehen zu geben. Also, dass sie sozusagen dieses Mädchen wird, das eben sehr leicht übersehen wird, dass sie nicht wirklich hergerichtet ist und eher so in der Masse untergeht. Es ist jetzt nicht ganz gelungen, weil sie einfach wunderschön ist und deshalb trotzdem auffallen wird, aber ich habe es probiert. Hier haben wir ihr Alltagsoutfit, dann ist das ihre Abendkleidung. Ich wollte ihr eigentlich eine Strumpfhose anziehen, aber es sah einfach jede einzelne Strumpfhose unfassbar kacke aus. Das ist die Sportkleidung. Dann haben wir hier die Schlafkleidung. Das finde ich so unglaublich cool. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Vielleicht ist es ein Alien-Film, vielleicht ist es eine Band. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendetwas Nerdiges. Dann ist das ihr Party-Outfit, ihre Badekleidung, ihr heißes Wetter-Outfit. Das finde ich auch unglaublich cool. Also, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dieses Outfit sehe, dann stelle ich mir genau die Storyline vor, die wir für Rose geplant haben. Und dann haben wir hier noch ihr kaltes Wetter-Outfit. Wie gesagt, ich finde sie unfassbar süß, aber sie geht eben so ein bisschen in ihren Klamotten unter. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht könnten wir bei ihr ja so diesen stereotypischen Hollywood-Film-Moment nehmen. Keine Ahnung, dass sie dann zum Beispiel auf den Abschlussball geht und Daisy hat ihr beim Styling geholfen und auf einmal sieht sie so gut aus und dann lernt sie den Mann ihrer Träume kennen oder keine Ahnung. Das fände ich irgendwie sehr, sehr süß und sie hätte es auf jeden Fall verdient. Und wir sind wieder da. Bevor ich den Part jetzt beende, muss ich die beiden noch schnell für außerschulische Aktivitäten anmelden. Unter Business an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen. Wie gesagt, er wird auf jeden Fall zum Footballteam gehen. Und Rose werden wir vermutlich in den Schachclub stecken. Also ich meine, es gibt einen Schachclub und ich finde, da passt sie perfekt hin. Genau, er wird Football-Team-Mitglied. Schließe dich dem Football-Team an und erhöhe deine Fitness. Du kannst das Werfen und Fangen üben und deine erworbenen Fähigkeiten auf dem Sporttag präsentieren. Versuche, den Kapitän zu erreichen, um dir einen goldenen Football, eine Teamflagge und eine Trophäe zu sichern. Kapitän werden wäre halt auch echt cool. Und vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen als den Gipfel von Mount Komorebi? Schreibt mir doch am besten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dass wir vielleicht einfach Kapitän werden anpeilen, das wäre sonst ja auch eine Möglichkeit. Gut, und Rose sitzt tatsächlich schon an den Hausaufgaben in Daisys Zimmer. Sie ist so ein Engel und noch dazu sitzt sie genau in dem Zimmer, das sie dann auch übernehmen wird. Und jetzt werden wir auch sie bei außerschulischen Aktivitäten anmelden. Und Jared hat jetzt einen Football. Sehr cool. Ich frage mich jetzt nur, ob sie zum Computerteam soll oder zum Schachteam. Computerteam. Hol deine RGB-Tastatur raus und schließe dich dem Computerteam der Highschool an. Sammle Erfahrung im Programmieren, indem du es an einem Computer übst. Wenn du an dieser Aktivität teilnimmst, kannst du eine Wissenschaftsmesse anfragen, auf der du gegen andere Besucher in einem Game Jam antreten kannst. Arbeite dich im Team hoch, um den Level Kapitän zu erreichen und einen goldenen Laptop, eine Teamflagge und eine Trophäe zu gewinnen. Das klingt, finde ich, schon sehr cool. Und dann gibt es eben noch Schachteam. Tritt dem Schachteam der Highschool bei, stelle deine Logikfähigkeit auf die Probe, indem du an dieser Aktivität teilnimmst und triff dich mit Teammitgliedern, um dein Schachspiel zu verbessern. Wenn du an dieser Aktivität teilnimmst, kannst du eine Highschool-Wissenschaftsmesse anfragen. Okay, ja, das ist dann eh wieder das Gleiche. Ich glaube aber tatsächlich, ich möchte lieber, dass sie zum Computerteam geht. Auch hier schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde die Entscheidung nämlich gerade ein bisschen schwer. Aber ich sehe sie irgendwie mehr vor dem Computer als am Schachtisch. Perfekt, dann haben wir tatsächlich beide jetzt bei außerschulischen Aktivitäten.
Ja, und ich glaube, an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Da war gerade ein gruseliger Bug. Ja, ich glaube, ich werde das meiste von meinem Custom-Content loswerden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Wie gesagt, den nächsten Part werden wir mit Daisy verbringen. Und ich glaube, in der Zwischenzeit werde ich auch das Haus renovieren. Das werde ich, glaube ich, nicht in einem Video machen. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall freue ich mich an dieser Stelle natürlich wie immer über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!